Fabriken, in denen die Handys zusammengebaut werden, vor allen Dingen in China, sind halt Menschen beschäftigt, die unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen leiden, nicht existenzsichernde Löhne bekommen, das auch schon seit Jahren, extrem stark kontrolliert werden im Arbeitsprozess selbst. Und die Forderungen, die wir hier versucht haben, öffentlich zu machen, sind im Grunde genommen existenzsichernde Löhne für alle, gewerkschaftliche Vertretung für alle und Menschenwürde, was die Arbeitsbedingungen selbst betrifft, für alle Beschäftigten, die eben das neue, jetzt lancierte iPhone zusammenbauen. Im Grunde genommen ist ja die Hauptargumentation immer, das sind Firmen, die sind unsere Lieferanten, die sind für die Arbeitsbedingungen selbst verantwortlich. Das ist ja auch was man in allen ähnlichen Arbeitsverhältnissen auch hier in Deutschland selbst sieht. Ne? Wenn in der Fleischindustrie die Arbeiter ausgebeutet werden, dann ist es auch so, dass die Firmen, die letztlich am Ende der Produktionskette sind, immer sagen, ja, können wir nichts machen, das sind halt diese Unternehmen. Und so eine ähnliche Argumentationsstrategie hat sich Apple natürlich auch zurechtgelegt. Aber was man auf der anderen Seite auch sagen muss, es gibt ja Verbesserungen in den letzten Jahren und die Tatsache, dass also unsere Kolleginnen und Kollegen aus Hongkong und China stark darauf setzen, dieses Problem öffentlich zu machen, zeigt ja auch schon, dass auf so eine Firma Druck ausgeübt werden kann, wenn man deutlich macht, die meisten Leute machen sich ja keine Gedanken darüber, aber wenn man mal deutlich macht, wie diese Smartphones zusammengebaut werden. Ich glaube, die Kritik kann man natürlich nicht einfach so, also die reduziert sich ja dann nur auf so eine Boykott-Kampagne oder so Boykott-Fragen. Und ich glaube, dass auch die Leute, die jetzt zu diesem imperialen Lebensweisen das schreiben, das nicht darauf reduzieren wollen, sondern dass es denen auch schon darum geht, vor allem die Machtbeziehungen sichtbar zu machen, dass es eben Konzerne gibt, die natürlich auch einen Markt dann dafür schaffen. Also warum muss es jetzt das Apple 8 sein? Warum ist es nicht erst das nach 10 Jahren das Apple 2? Und warum kann man nicht, ne, also warum gibt es überhaupt diese Art von Marktkonkurrenz und so weiter? Darum geht es ja eigentlich auch. Und dass diese Art von Kapitalismus natürlich zu so einer Machtstruktur führt, wo es eben im globalen Norden dann eher tendenziell nutzlos ist. Hier gibt es ja, das hat ja Peter gesagt, es gibt ja hier ganz normal auch eine Arbeiterklasse, die sich eben das Apple auch nicht leisten können wird und die auch in der Fleischindustrie oder im Logistiksektor, das haben wir heute auch diskutiert, enorm ausgebeutet wird. So. Und also von daher geht es, glaube ich, nicht nur um Norden oder Süden, sondern es geht, glaube ich, generell um die Macht. Herrschaftsbeziehungen im Kapitalismus und um die ganze Frage, warum muss das eigentlich so sein und warum. Und Apple ist natürlich so ein Ausdruck davon, also Foxconn, über die wir ja auch sozusagen, wo wir auch gegen die Arbeitsbedingungen protestieren, das ist ja nicht, die beliefern ja nicht nur Apple, die beliefern ja auch die ganzen anderen Unternehmen wie Samsung oder andere Telefonproduzenten. Die sind zwar das Ende der Nahrungskette und sagen, naja, uns hat das nichts zu tun, das sind ja nur unsere Zulieferer und die müssen ja die Arbeitsbedingungen bestimmen. Aber tatsächlich ist es so, dass in diesem globalen Wettbewerb, die natürlich diese Zulieferer auch unter Druck setzen und sagen, naja, wenn ihr uns nicht das iPhone oder was weiß ich, den Chip für so und so viel liefern könnt, dann suchen wir uns halt den anderen. Und dann gibt es tatsächlich das andere Unternehmen, was nochmal Leute mehr ausbeuten kann. Ne? Und noch niedrigere Arbeitsbedingungen, noch schlechtere Wohnbedingungen, die müssen sich ja auch ihre Wohnung teilweise zu 20 teilen in Zimmern, kleinen Zimmern und so. Und genau darum geht es ja. Ne? Also das macht halt die Logik im Kapitalismus, diese Wettbewerbsspirale. Und das ist nicht unbedingt jetzt ein moralisches, sind die jetzt gut oder böse oder ist man jetzt böse, wenn man ein Apple-Phone hat oder nicht, sondern dass man darauf aufmerksam macht, so kann es nicht weitergehen. Aus meiner Sicht kommt es auch mehr darauf an, deutlich zu machen, welche Parallelen es gibt. Also es gibt deutliche Parallelen zwischen der Art und Weise, wie zum Beispiel der Logistiksektor organisiert ist in der Bundesrepublik, was Ausbeutungsverhältnisse betrifft, und dem, was da im großen Maßstab in China auf die Reihe gebracht wird. Und eigentlich müsste man als nächsten Schritt mit den Leuten, die hier im Laden arbeiten, reden und sie mal nach ihren Arbeitsbedingungen fragen, weil die sind, glaube ich, auch nicht besonders rosig und versuchen da mal so eine Verbindung herzustellen zwischen der Situation in China und in Deutschland, die ein bisschen anders ist als das, was normalerweise so verhandelt wird.
Also der Aufruf geht erstmal von der chinesischen bzw. in Hongkong ansässigen NGO, die sich um die Arbeitsbedingungen unter anderem der Studierenden, die bei Foxconn arbeiten, kümmern. Also die Situation in Hongkong ist ja so, dass daneben Shenzhen und Guangzhou ist, also diese großen Megastädte, in denen auch Foxconn-Fabriken sind. Und Hongkong ist dann eben der Ort, von dem aus das die Versuche organisiert werden, dort irgendwie was zu verändern. Und wir jetzt als deutsche Gruppe oder als deutscher Zusammenhang sind Leute, die aus Gewerkschaften sind, aus unterschiedlichen, aber auch hier Menschen aus der Gewerkschaftslinken in Hamburg haben teilgenommen an dieser Aktion. Aber der Aufruf ging aus von einem Arbeitskreis von Akademikerinnen und Akademikern, die sich kritisch mit Arbeitsbedingungen beschäftigen, aus verschiedenen Städten der Bundesrepublik. Und es findet jetzt auch im Rahmen von einer Veranstaltung der Assoziation Kritische Gesellschaftsforschung, die jetzt am Wochenende auch einen Kongress in Hamburg hat. Und ja, das Motto ist halt nicht immer nur reden, sondern auch konkret Arbeitsbedingungen verbessern. Und wir hoffen, dass wir dazu heute einen kleinen Beitrag geleistet haben.